Augenmaß, ne? Musst du wissen, Augenmaß hier. Nichts mit Schablone oder sonst was. Weißt du, dass Audi für jedes Fahrzeug eine extra Schablone hat? Also okay. Nicht nur Audi natürlich. Alle Fabrikate in der Massenproduktion. Die haben ja verschiedene Größen, ne? Das ist das Problem ja bei Audi. Und bei Mercedes, bei allen eigentlich. Man kann nie universal kaufen. Es gibt keine universellen Embleme bei Audi, Mercedes und so. Die haben immer so eine Vorrichtung für jedes einzelne Fahrzeug. Das ist sowas wie so ein Blech, weißt du? Abgemessen. Da packen die das Logo irgendwie rauf und dann drücken sie es einfach ran. Es ist so abgemessen von hier nach hier, dann machen die es in diese Fugen rein, machen die unten einmal, zack, bupp, nächstes Auto, bupp, nächstes Auto. Da ist einer der ganze Zeit dafür zuständig. Das der macht die ganze Zeit was. Ist der Kopf bei denen? Ja, aber die brauchen das doch gar nicht. Du sollst mich einfach rufen, ich mach das ohne Blech. Du brauchst irgendwas. Du brauchst aber viermal länger wie die. Ja, weil das muss ja auch präzise sein. Das ist ja Handarbeit hier. Ja? Wo sind wir gerade? Hashtag 9. Hashtag 9 schon? Hashtag 9 schon. Stabil. Man kennt das Video ja sogar, weil... Jo, was geht ab, mein Lieben? Die Prinzen hab ich gesagt hier. Wir haben jetzt Hashtag 9. Das heißt, es geht voran mit den Videos, den Kurzvideos. Ja, das kennt man schon, das Video in einem das anderen Hashtag. Das Auto meinte ich gerade. Das Auto. Man kennt das Auto. Ich habe mich auch gerade versprochen. Man kennt das Video, man kennt das Auto. Vom Hashtag keine Ahnung was. Ja. Vom Hashtag davor. Das vorsichtig, vorsichtig drauf treten, ja. Das kennt man von Hashtag davor. Julia hat gerade fast alles kaputt gemacht hier. Ne? Ja, teuer. Hättest du schön den ganzen Monat umsonst arbeiten können hier bei mir. Auf jeden Fall, den kennt man ja auch schon. Den kennt man auch. Hallo. Grüß dich, mein Lieber. Moin. 12.35 Uhr. Mach weiter so. Ich hab den Wagen schon abgegeben. Alles gut. Ich arbeite. Komm hier rüber. Du bist auch erst eine halbe Stunde hier, ja? Herr Prinz. Ja, ich hab ausgehend. Ich hab einen Sohnemann, der mich schlafen lässt. Immer noch nicht. So, schon mal in die Arbeitstasche. Nein, ich war jetzt gerade dabei, die Chrom-Elemente, das Chrom-Delete hier zu polieren. Der Wagen kriegt jetzt komplett Chrom-Delete. Ja. Da wird alles schön schwarz foliert, außer der Grill. Der sollte ja nicht gemacht werden, stimmt's? Genau. Was haben wir denn jetzt auf dem Plan drauf? Wir haben Lufteinlass vorne links rechts, ja. Wir haben den Türrahmen, okay. Wir haben die Heckleiste am Kofferraum und wir haben den Auspuff. Auspuff ist bei dem Bus blenden. Okay. Der Auspuff geht dann nach unten weg. Gut, also ist sozusagen, wird der nicht warm, ne? Nein. Und dann haben wir wo? Das hier oder was? Genau, Lufteinlass links rechts. Okay, Lufteinlass ist hier, ne? Aber ja, ich ja. Weiß, was du meinst. Alles gut. Ist hier Blende davon. So, wir folieren mal zusammen erstmal eine Chromleiste und zeigen euch mal, wie das funktioniert. Ja, ist eigentlich. Jetzt sieht man die, sag mal so, wie easy, ne? Was willst du dir da zeigen? Kannst du uns nichts beibringen? Ja, wer es besser weiß, soll es einfach machen, wie er will. Ich zeige euch halt meine Methode, wie ich es am besten mache. Obwohl, ich verrate eigentlich ungern sowas, ne? Wenn ich verrate sehr viel und zeige auch wirklich den Leuten sehr viel da draußen, dass sie lernen. Aber man sagt ja immer so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das heißt, wenn da draußen jemand schlauer ist wie wir und denkt, er wäre schlauer und macht es auf seine Art und Weise, dann löst sich überall die Folien, dann kommen die Kunden zu uns, weil die woanders nicht zufrieden sind. Aber ich bin nicht so einer. Ich zeige euch trotzdem, wie das funktioniert. Ich arbeite in offener Küche und ich meine, jeder soll sein Brot da draußen verdienen. Ich habe gar kein Problem damit. Im Gegenteil, ich freue mich immer, wenn junge Männer es schaffen, auf ihre eigenen Beine zu stehen und eine Firma zu gründen. Ja, wo ist der Oberflächenreiniger? Einmal hier. Hier ist Alex. Alex, sehr bekannt von unseren Videos von Leon Mascher, was wir damals mit Leon Mascher abgedreht haben. Da war Alex auch mit einer Hauptrolle und hat seine Schauspielkünste da bewiesen. Wir hatten ja so einen kleinen Film, Verfilmung, also so kleinen filmmäßig so. Wir haben das so gemacht wie so einen kleinen Trailer, Kurzfilm, die Folierung von Leon Mascher. Und dann später kam ein Reaktionsvideo und so. Jetzt zeige ich euch mal die Leiste hier oben. Ganz kleine Leiste, aber trotzdem Aufwand und Arbeit. Ne? So. Weil muss man hier nicht aufpassen, wie man foliert, weil dass der Gummi nicht die Folie wegreibt. Ist auch mal ein Problem, oder? Ja, so. Außerdem. Und drittens auch, wenn man Gummi reinschneidet, ist auch ein Problem. Ja, ein großes Problem. Da muss man schon aufpassen. Da muss man wirklich so ganz vorsichtig in aller Ruhe folieren und ohne viel Stress im Kopf. Ne?
Viele von euch denken, es funktioniert so. Seht ihr das? Viele denken, es funktioniert so, dass man einfach das macht. So. So schnell kann man Leiste folieren, ne? Das denken die da draußen eigentlich auch immer, wenn die mein Video sehen, denken sie sich, wow. Aber leider ist es nicht der Fall. Ihr seht, die Leiste ist immer noch leider an Chrom. Das heißt, man muss schon einiges machen und selber Hand anlegen, um eine Leiste foliert zu bekommen. Also, wir fangen jetzt mal an mit der Leiste. Das heißt, wir nehmen ein Stück Folie, so angeschnitten, wie wir es brauchen. Lassen es hier ein bisschen überstehen außen. Ne, ein bisschen Überschuss brauchen wir immer. Legen wir ganz schön an hier, ne? Ganz easy pampisi eigentlich, ne? Schön anpassen. Das ist jetzt ganz normal Schwarzglanz, ne, Uni? Ja, schwarz hochglänzen, genau, so Klavierlackschwarz. Weil auch oft gefragt wird, welche Folie wir nutzen dafür, welche Farbe. Ja, schwarz hochglänzend. So, es gibt zwei Methoden, für die Ecken und Kanten. Für so ein Chromelement, ja? Zwei Methoden, zwei Optionen. Die eine Option ist einmal die hier, wenn man das drauf hat und das kann, dann macht man einmal den, macht man die Folie schön warm. Dann nimmt man eine ganz, ganz kleine Dehnung rein. Das ist einmal eine Option, dass es in einem Stück foliert ist, ja? Siehst du, wie schön das ist? Das muss man natürlich auch drauf haben. Das kann man nicht einfach von heute auf morgen gemacht haben, weil der eine oder andere wird jetzt sagen, doch, geht doch hier, ich mach das. Ja, macht er, und dann nach einem Monat hat sich die Folie da hinten gelöst. Dann gibt es noch mal eine andere Option. Ne? Nicht in einem Stück. Und zwar schön warm machen. Kühlen lassen. Dann nimmt man hier, macht man hier oben einen Schnitt, genau in der Ecke. Dann macht man hier einen Schnitt rein. Ne? Dann macht man das einmal schön hier rein massieren. Dann massiert man das hier oben einmal schön rein. Dann hat man die Überlappung. Dann muss man hier erstmal kommen, von hinten nach vorne. Das ist halt, wie gesagt, eine andere Option. Beides möglich, beides machbar, beides, wo keiner meckern darf. Kein Kunde darf dagegen was sagen. Weil es soll ja auch auf lange Zeit halten und lange Zeit dauern. Wer das halt nicht anders kann, außer so, kann es auch so machen. So. Das ist die zweite Option. Und das ist im Endeffekt auch die Option, die, also ich persönlich wende die andere mal an, ich selber, als Chef und als langjährige Erfahrung, wende die andere Option an. Ich habe euch jetzt die zweite Option gezeigt, die ich sehr oft meinen Arbeitern zeige, was sie anwenden sollen, damit es auch 100% für mich im Endeffekt Garantie gegeben ist und da wirklich sich nichts lösen kann und wird, ne? Weil ich meine, ich vertraue meistens immer nur mir selber, was die Arbeit betrifft. Natürlich, meine Arbeiter sind Profis, die sind richtig gut, unglaublich gut, aber den Jungs zeige ich dann andere Methoden, die viel einfacher und viel sicherer sind, ne? Aber das einmal hier, mal hier schön warm, weil hier hat man jetzt gar keine Dehnung drin, wenn man überlappt. Zack, ne? So, man von hier oben gibt man so einen kleinen schönen Eckschnitt hier, mal schön rund. Und so sieht dann das Ende aus. Machen wir schön warm erstmal noch ein bisschen, damit das schön rund läuft, schön platt gedrückt ist. Und so könnte es später dann bei euch auch aussehen, wenn ihr so eine Chromleiste foliert habt. Und wie gesagt, jetzt, wenn der Kunde jetzt kommt und anfängt die Tür aufzumachen und den macht, dann ist der Kunde hier falsch, weil das ist Folie, das ist kein Lack. Erste Sache, zweite Sache, Lack haftet sowieso nicht auf Chrom. Wenn das lackieren lassen will, kann das gerne machen. Nicht mal ein, zwei Monate, ein Jahr, wie auch immer, keine Ahnung, löst sich die Farbe direkt vom Chrom. Und wenn die Tür zu ist, sieht kein Mensch, dass hier eine kleine Überlappung ist. Mhm. In der Kamera sieht es doch viel schlimmer aus als in echt, sage ich dir ehrlich. Also siehst du ja mit deinen Augen. In echt ist es nicht so extrem schlimm, das sieht man gar nicht. In der Kamera ist es halt nur richtig angezoomt. Wir haben es rangezoomt gerade, um zu zeigen. Auf der Küche. Aber das sieht bombastisch aus. Und das ist halt, da ist man immer auf Nummer sicher. So, jetzt habe ich euch wieder ein bisschen ein paar kleine Tricks verraten und euch gezeigt, wie man das macht. Wie gesagt, eigentlich, jeder andere würde das nicht machen, jeder andere Folierer, aber ich bin halt nicht jeder andere Folierer. Ne? Ich habe keine Angst vor meiner Existenz, Gott sei Dank.
Und ich bin auch immer, wie gesagt, glücklich, wenn es gute Folierer draußen gibt. Also lieber zeige ich mal kurz, wie es funktioniert, dass jeder andere auch außerhalb von Berlin, der die Kunden reinbekommt, so eine schöne Arbeit macht, damit, weil das Problem ist, ich habe immer, wir als Folierer, als gute Folierer, haben immer nur Angst davor, dass der Kunde abgeschreckt von Folierung ist im Endeffekt und denkt, dass alle Folierungen so sind. Dann verlieren wir alle den als Kunden. Weißt du, was ich meine? Er wird nie wieder ein Auto verlieren. Weil er einmal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und er weiß ja nicht, es gibt bessere, es gibt schlechter. Er denkt, Fachmann, okay, der hat eine Firma, da stehen Ferraris, Lamborghinis, keine Ahnung, da kann ja alles Mögliche da stehen. Aber es das heißt ja nicht, dass er gute Arbeit macht, weil da die krassesten Fahrzeuge stehen. Nein. Also es hat nichts mit Fahrzeugen zu tun. Es kommt einfach nur dran, wie viel Jahre Erfahrung, was hat er genau gemeistert, wie hat er sich beigebracht. Wie oft macht er ein Update für sich selber, für die Folien etc., Seminare. Muss man alles machen. Ich hatte jetzt auch vor letztes Wochenende auch ein Gespräch gehabt mit jemandem, der ein Auto foliert hatte. Ja. Folie abgezogen, eine Nacht- und Nebelaktion, hat wirklich gesagt, nie wieder Folie, nie wieder. Sag ich ja. Also den kannst du auch gar nicht mehr drauf ansprechen, den kannst du nicht von unserer Arbeit überzeugen. Der sagt, nein, nie wieder. Ja. Da wurde ein Lack geschnitten, das wurde hier kaputt gemacht, da kaputt gemacht. Und das ist das Problem, du kannst wirklich dann die Leute nicht mehr dazu bringen, ihre Fahrzeuge zu foliern. Da haben wir alle verloren. Alle, wir haben alle verloren. Ja, nicht nur der Folierer, der das gemacht hat, alle Folierer. Und wenn es dann weitergesprochen wird, dann kommt einer und sagt, was sagst du, ja, nie wieder folieren, Folie ist scheiße, bla bla bla. Obwohl eigentlich die Folie das Beste ist, was es gibt für ein Fahrzeug. Für den Lackschutz, alles drum und dran. Ja, und dann hast du auch das Problem, wie gesagt, wenn einer mal scheiße baut, diesen Kunden haben wir alle verloren. Und warum sollen wir den Kunden verlieren? Und vielleicht haben wir mit ihm noch 10 weitere verloren. Und deswegen zeige ich es, mir egal. Ich hab auch schon viele Folierer gehabt, die sich bei mir beschwert haben und gesagt haben, was soll das, du zeigst ja jedem unsere Methoden, unsere Taktiken, alles drum und dran. Wobei ich mir denke, ist doch kein Zauberwerk, wir haben doch das Rad nicht neu erfunden. Es ist einfach ein bisschen Feingefühl, ein bisschen Grips einschalten und dann ist die Sache erledigt. Was verrate ich denn da für Geheimtricks? Ist das Coca-Cola, dass ich das Geheimrezept rausgebracht habe oder was? Wie viele Jahre hast du gebraucht, um so zu sein wie heute? Na, wenn ich es so sage, denken die Leute, ich bin eingebildeter sonst was. Ich habe nicht lange gebraucht, ich habe es innerhalb von einem Monat drauf gehabt. Ach wirklich? Ja, ich habe es mir selber bei. Ich bin gelernter Industriemechaniker, ich bin handfertig begabt. Ich habe ein Auto foliert, das allererste Auto, was ich foliert habe, nachdem ich die Firma geöffnet habe mit Aladdin zusammen. Möge Gott mit seiner Seele barmherzig sein. Wir haben ein Auto foliert und 6 Monate später kam das allererste Fahrzeug. 6 Monate später kam der Kunde wieder, wollte einfach nur einen Farbwechsel haben, weil ihm die Arbeit extrem krass gefallen hat, ist er zu uns direkt gekommen wieder. Und wollte einfach nur eine neue Farbe drauf haben. Und deswegen ist er gekommen, nicht weil er Garantieprobleme hat, sonst was. Man hat einfach, aber man muss auch dazu sagen, für dieses Fahrzeug habe ich 2 Wochen gebraucht. Und ein Auto in 2 Wochen erst fertig gemacht. Überleg mal, 2 Wochen für ein Auto. Wie lange habe ich mir Zeit gelassen? Wie lange saß ich in Planung und gucken und machen und probieren? Natürlich habe ich vorher auch von uns eigene Fahrzeuge foliert, bevor ich den Kundenauftrag angenommen habe. Aber bei den Kunden war es halt 2 Wochen, weil ich da sehr aufgeregt gewesen bin. Es muss alles perfekt sein, wir dürfen nicht in Lack stellen, es muss perfekt sein, es muss bombastisch sein. Es ist nicht wie ein Fahrzeug von meinem Onkel, von meinem Cousin, von mir etc., wo ich dann mit gelernt habe. Weißt du, was ich meine? Es war wirklich ein Kundenauftrag. Ja. Aber es ging ruckzuck. Ich meine, ich habe es mir alles selber beigebracht. Alles. Diese ganzen Methoden, hier ist das. Ich habe nur ein 3-tägiges Seminar gemacht, was jeder macht, weißt du, dieses 3-tägige Seminar. Nur mal zu viel fühlen, wie sich die Folien anfühlt, Grundkenntnisse. Und in 3 Tagen kannst du ja nichts beibringen. Außer, dass man sagt, okay, was ist denn überhaupt Folierung? Du lernst halt, was ist das? Weißt du? Im größten Sinn. Das war ja ein Kurzvideo. Ist wieder viel zu lang für ein Kurzvideo. Aber ich bringe ja bei und da sollte man auch ein bisschen Zeit investieren, um mal den Leuten da draußen zu zeigen, wie das funktioniert. Also einfach wie immer, lange Rede, kurzer Sinn, Kapern los, bam. Then keep it honest, keep it independent. I hear them hating, but that's only cause they inconsistent. He said the weapon wouldn't prosper, not it wouldn't form. I'm about to golf, I hit the middle and it's good and warm. I got the $1 million motors, I've been getting to it. I got the that boost your ego when you listen to it. I know they waiting on the fall, but I doubt that. Cause I've been buying Bitcoin on the bounce back. Might need a minute in the morning, I've been working late. You see me living in my purpose, I don't perpetrate. I'm certified, certified mattress off the Yerba Mate.